Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Stardew Valley Meadowlands. Ich gucke mir als allererstes natürlich den Wetterbericht an, Koso 5. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag morgen. Okay, die Wahrsager sind heute höchst unzufrieden. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie haben die was gegen die Meadowlands Farm. Die sind hier immer unzufrieden, die Geister. Immer. Dabei habe ich sie noch gar nicht so viel in der Mine besucht, als dass sie verärgert sein könnten. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Pierres Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten. Pierre. Ja, Dünger. Dünger und ich. Wir verstehen uns nicht so gut. Ich glaube, du darfst deinen Dünger erstmal behalten. Aber ich brauche tatsächlich ein bisschen Dünger. Also, so ganz komme ich um den Dünger nicht drum rum. Oh, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich werde mal gucken. Ein bisschen was können wir uns ja holen. Denn ich will mir die Option offen halten. Ja, ihr habt mich schon darauf hingewiesen, dass ich hier die drei Kartoffeln nicht gegossen habe. Aber ich will mir die Option offen halten, dass ich die Bündel doch noch abschließen kann mit den Pastinaken. Deshalb würde ich einmal Pastinaken mit Dünger auch anbauen wollen. Ja, die stecken sich alle nicht. Ich weiß. Ich räume das jetzt erstmal alles ein und dann gucken wir mal, was ich so davon verkaufen will. Tulpen sind natürlich tipptopp Geschenke. Einmal alles gießen. Ja, die Katze schreit. So, ach so, ja, ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Korrekt. Da war ja was. Okay, einmal kurz sortieren, bitte. Blumenkohl in Goldqualität wird nicht verlangt. Im Gemeinschaftszentrum ist es einfach allgemein Blumenkohl. Deswegen würde ich das auch verkaufen wollen. Pastinake habe ich nicht so viel. Goldkartoffel könnte ich auch noch verkaufen. Dann kommt das mal weg. Wir schnappen uns die Lachsbeere, die auch direkt verkauft wird. Lachsbeeren werden erstmal nicht aufgehoben. Vor allem nicht, wenn das so wenige sind. Dann bei den Tulpen. Ja, bei den Tulpen macht es halt Sinn, die Qualität aufzuheben, damit sich Evelyn freut. Ich entscheide mich für die Variante, weil sie einfach mehr Platz brauchen. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz in der Kiste. Okay, ich bin bereit, Hühnchen. Und es hat einmal Gießen gereicht. Ist das nicht toll? Das ist fantastisch. Ich habe endlich nicht mehr so viel Ernte. Sprich, ich muss natürlich losziehen und wieder Nachschub kaufen. Das ist ja klar. Aber ich möchte heute auch einmal zu Clint und Gunther. Und eben in die Mine zurück. Hacke. Ja, kommt auch weg. Okay. Denn ich brauche ja immer noch meinen Erdkristall. So, Katze kurz streicheln. Und dann machen wir uns auf den Weg zu Gunther und Clint. Ja, mit dem Erdkristall kriege ich dann meine Mayo-Maschine und dann läuft das finanziell hoffentlich ein bisschen besser. Aber erstmal auf dem Hinweg. Ja, wir gucken auf dem Hinweg schnell bei Pierre rein. Ach nee, 8.30 Uhr. Er hat noch nicht geöffnet. Verdammt. Hallo, Shane. Da war ja was. Pierre und seine kurzen Öffnungszeiten. Warum will der Typ ausschlafen? Damit ich nicht so viel hin und her laufen muss, gebe ich Gunther direkt mal einmal den Topaz. Ich setze den hier oben hin. Uhu, eine neue Belohnung. Ja, du darfst die erstmal behalten. Denn ich will natürlich gucken, was in den 12 Geoden so Schönes drin ist. Ich werde die nicht alle aufbekommen. So viel Platz habe ich nicht in meinem Rucksack. Also zumindest nicht auf einmal. Ich werde davon natürlich alles direkt bei Gunther abgeben. Kupfer ausgeklammert. Und wenn es doppelt ist, natürlich auch nicht. Ich hoffe, dass es nicht so viel Doppeltes dabei sein wird. Man hört ja auch jetzt ganz leise die Musik. War das immer so?
So ganz leise im Hintergrund. Wow, 3 Stück? Gut, gut, Kalzit haben wir offensichtlich. Dann hat das ja doch besser geklappt als gedacht. Kriege ich alles ganz problemlos im Inventar unter und habe dann sogar noch genug Platz, um bei Piers einzukaufen. So. Einmal kommt Gelb nach oben zusammen mit den Orangetönen. Den schiebe ich mal hier rüber und das auch erstmal. Achso ja, und der kommt auch erstmal hier hin. Okay. Na dann, was für eine Belohnung habe ich? Yay, Blumenkohlsaat. Melonsaat ist halt einfach viel zu früh, aber ich nehme sie natürlich trotzdem dankend an. Blumenkohlsaat reicht glücklicherweise noch. Das ist immer gut, wenn man das direkt im Frühling abhakt. Gerade im ersten Frühling profitiert man von allem, was man geschenkt bekommt und direkt umsetzen kann. Oh, Cutscene. Willkommen bei Piers. Wie kann ich dir helfen? Und da kommt Morris. Kommt her, Leute. Gutscheine für 50% Rabatt im Joja-Markt. 50%? Er wedelt auch so schön mit ihnen. Nun, irgendjemand interessiert. Darf ich auch einen kriegen? Ich hätte gern einen Morris. Aber nee, natürlich nicht. Wir gehen leider leer aus. Aber ich komme gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verlust machen. Ach so, ja, Pierre, würdest du das? Es muss schwer für dich sein, deine loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Aber kannst du es ihnen verübeln? Der Joja-Konzern ist eindeutig die bessere Wahl. Bald wird der ganze Ort das verstehen. Ich habe echt ein bisschen das Problem, dass man, also es gibt keinen Guten, wenn es um Pierre und Morris geht. Morris ist einfach nur offensichtlich böse und der Joja-Konzern eben, der macht daraus kein Geheimnis aus dem, was er macht. Und Pierre hingegen, also die Cutscenes, die es da später gibt, puh, ich sag da nur Goldgemüse, finde ich alles nicht so goldig. Ja, okay, nee, Bäume machen eh erst Sinn, wenn ich ein Gewächshaus habe. Aber ich würde mir natürlich die Pastinakensaat nochmal holen. Und was für Dünger hast du denn? Ich habe gerade gar keinen Dünger gesehen. Ach, hier. So, Standarddünger wäre halt das, was ich bräuchte. Damit das so ein klein bisschen eine bessere Qualität hat. Der ist natürlich auch entsprechend teuer. Toll. Okay, ich hole erstmal neuen Pastinaken und dann gucken wir mal, wie viel Geld ich noch habe. So. Wo ist er denn? Der gute Dünger. So. Ja, Geschwindwachs und Hydrogel brauche ich beides nicht. Ja, ich kann ihn mir 9-mal leisten. Dann holen wir uns halt eben 9-mal den Standarddünger und hoffen darauf, dass ich zumindest 5 Goldpastinaken bekomme. Das wäre fantastisch. Beim Blumenkohl ist mir die Qualität egal. Holen wir die Lachsbeeren noch? Warum nicht? Ein paar sollte ich vielleicht auch aufheben. Bisher werfe ich die ja alles sehr schnell in die Verkaufsbox. Pflanzen wir hier doch mal den Blumenkohl an. Und hier kommen die Pastinaken hin. Für einen Moment dachte ich, ich hätte aus Versehen die Melonen ausgewählt. Nein, 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 nein. Die kommen schön in die Kiste. Die werden natürlich nirgends ausgesät aktuell. Die werden hier schön aufgehoben. Der Rest kommt hier drüben rein. Es reicht natürlich nicht das Eisenerz für einen Eisenbarren, aber die Richtung stimmt wenigstens.
gießen wir einmal alle neuen Felder. Und dann kommen die hier rein. Wie viel Löwenzahn habe ich? 6 Stück. Ich könnte noch mal Frühlingssaat herstellen. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Was fehlt? Lauch. Einmal wilde Saat. 1, 2, 3, 4, 5. Und gießen. Wie war das mit dem, ich muss jetzt nicht mehr so viel gießen? Ich habe ja gesagt, das ändert sich ganz schnell. Man sollte auch nicht aufhören zu gießen und neue Sachen anzupflanzen. Denn darüber bekommt man nun mal das meiste Geld am Anfang. Oder zumindest recht zuverlässig das Geld. Ich habe nur noch einen Müsli-Riegel. Naja, wir können ja hier ein bisschen Lauch noch mitnehmen und Lachsbeeren. Das können wir alles essen unterwegs. In der Mine. Boah, mehr sehe ich jetzt nicht, was ich pflücken könnte. Wehe, du bist jetzt irgendwie silberne Qualität oder so. Nee, zum Glück nicht. Das wäre ja ärgerlich. So, Ebene 30. Vielleicht schaffe ich ja sogar Ebene 40. Das, ach ja, eben. Ach Gott, ja, das sind diese schrecklichen dunklen Ebenen. Aber ich habe zum Glück schon einen Leuchtring. Das ist also kein Problem. Komm her. Aber dadurch, dass die Geister natürlich wieder miserabel drauf sind, sieht es mit den Leitern auch schlecht aus. Dafür haben wir wenigstens schön viele Monster. Yay! Eigentlich könnte ich die oberen Ebenen einfach nochmal abgehen, um nach einem Erdkristall zu suchen. Es geht ja gar nicht so sehr darum, möglichst weit nach unten zu kommen. Ich will ja einfach nur einen Erdkristall sammeln. Tja, jetzt bin ich aber schon mal hier. Jetzt will ich auch eine Leiter haben. Ha, Erdkristall. Da. Können wir direkt Gunther spenden? Der freut sich hier. Machen wir natürlich nicht. Gunther bekommt nur die Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Wir haben Eisenerz. Sehr schön. Ah ja, hier für den Quarz habe ich mal wieder keinen Platz. Ja, dann würde ich mal sagen, ich gönne mir den Müsli-Riegel. Wieso nicht? Okay. Naja, Käferfleisch habe ich schon im Inventar. Das könnten wir eigentlich problemlos einsammeln. Zack. Okay, wow. Dann droppt er nicht mal Käferfleisch. Ah, eine Omnigeode. Sehr cool. Schon 2 Stück. Ach, ich mag es, wenn man tiefer in die Mine kommt und dann plötzlich die ganzen coolen Loot-Sachen findet. Endlich gutes Loot. Ja, für eine Geode. Ja, ich hab dich gehört. Ist doch gut. Entspann dich. Für eine Geode habe ich leider keinen Platz mehr. Ich könnte natürlich meine Kohle rauswerfen. Oder den Lauch essen. Wie viel bringt Lauch im Vergleich? Lachsbeeren bringen nicht so viel Energie. Dann esse ich doch lieber 2 Lachsbeeren. Mit denen kann ich auch wirklich nichts mehr anfangen. Und sie bringen mir auch nicht sehr viel Geld ein beim Verkaufen. Ja. Ich habe natürlich nichts dagegen, noch einen weiteren Erdkristall zu finden. Vielleicht ja auf der nächsten Ebene, wenn ich eine Leiter bekommen sollte. Ja, da war gerade noch eine Geode dabei. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ich esse den Lauch. Ich esse auch noch den Lauch. Ist okay. Hauptsache Jade eingesackt. Ups. Moment.
Wenn man die nicht hören würde, würden sie einen, glaube ich, noch besser überraschen. Aber dadurch, dass sie so schön schreien beim Aufstehen, hält sich die Überraschung in Grenzen. Noch einen Amethyst gefunden. Ja, klar, da ist noch ein Topaz. Ach Gott. Ja, Amethyst oder Kohle? Das ist hier die Frage. Ach, ich könnte den Erdkristall rauswerfen. Nein, auf gar keinen Fall. Amethyst lassen wir. Topaz gibt es hier viel mehr. Und ganz ehrlich, ich werde genug Amethyst finden. Also es... Okay, kein Problem. Ich habe genug Kohle, das ist okay. Köder und noch mehr Köder. Wir lesen das Buch natürlich sofort. Was ist die Beschreibung? Lesen, um Angelerfahrung zu sammeln. Ja, okay. Köder und noch mehr Köder. Ich finde das so cool. Ich finde es zwar unnötig, auf die Art nochmal XP zu kriegen. Also, das macht das Spiel ja noch leichter. Aber man hat ja immer die Option, diese Bücher auch aufzuheben. Oder man kann sie auch den Dorfbewohnern als Geschenk überbringen. Die freuen sich. Also, wenn es das richtige Buch ist. Manche von ihnen. Ich habe bald keine Energie mehr. Oh Gott. Noch mehr Kram, den ich nicht einsammeln kann. Ja, okay, das Holz lasse ich jetzt wirklich da liegen. Ich will doch nur eine Leiter. Dann könnt... Ja, sehr schön. Die Höhlenkarotte lasse ich da, wo sie ist. Ist okay. Aber... Yay, noch mehr Quarz. Hat sich gelohnt, dass ich mich für den Quarz entschieden habe. Aber ich brauche ja jetzt nur noch eine weitere Leiter, um den Fahrstuhl hier freizuschalten. Sehr schön. Und dann kann ich mir das ja sparen, hier den ganzen guten Kram einzusammeln. Moment, ja, ich bin gleich da. Ganz geduldig. Jeder kriegt mal was von meinem Knüppel ab. Oh. Es war zu dunkel. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich da durchkäme. Obwohl man ja vom Schattenwurf auch sehen kann, dass hier eine Wand ist. Okay, gibt es noch mehr gute Sachen, die ich gerne abbauen wollen würde? Ansonsten geht es direkt auf Ebene 35 und dann auch recht flott nach Hause. Nö, hier ist nichts weiter. Okay. Käferfleisch! Habe ich jetzt hier oben nichts weiter gesehen? Ich bleibe ständig irgendwo hängen, weil ich nicht gucke, wo ich langlaufe, sondern nur schaue, wo ich noch hingehen könnte. Nö, sieht jetzt hier auch nicht so spannend aus. Dann gehen wir doch. Ach, ich habe immer noch im Kopf, dass das der kürzere Weg zur Lore ist, wenn man über den Fahrstuhl geht. Aber natürlich macht die Leiter viel mehr Sinn, wenn man den normalen Weg nach draußen wählt. Trotzdem gehe ich immer zum Fahrstuhl. Immerhin laufe ich geradeaus inzwischen und nicht mehr nach links direkt zur Lore. Also, wenn ich dran denke. Aber das war eine richtig gute Ausbeute. 4 neue Geoden. Topaz könnte ich jetzt sogar langsam anfangen zu verkaufen. Ich sperre die Tierchen gleich noch ein, aber erst wenn ich die Gießkanne natürlich im Inventar habe. Ich werfe jetzt erstmal alles rein. Moment. Außer Kohle und Kupfer. Ich habe jetzt auch genug Eisenerz, um mir einen Barren leisten zu können. Ja, Käferfleisch ist natürlich hier drin. Ich überlege, was ich hiervon alles verkaufen möchte. Ach so, Amethyst hätten wir auch mal noch bei Gunther abgeben können. Ja, Topaz, da kommen jetzt mal 2 weg. Ich brauche das Geld. Das ist wirklich wichtig. So, die Kohle brauchen wir nicht so sehr. Essen habt ihr ja. Alles schick. Dann wird ihr eingesperrt. Der Reis wächst ganz entspannt.
Okay. Kupfer braucht noch einen Moment. Ha! War tatsächlich nur noch einen Moment. Und dann kann das Eisenerz über Nacht. Ach Mann. So, über Nacht einschmelzen. Sehr schön. Ach so, Moment, ich habe jetzt ja den Erdkristall. Ich denke mir so, ach ja, passt ja alles, ist ja super. Nee, Moment. Wir brauchen natürlich jetzt die Mayo-Maschine direkt. Holz, Stein, Kupferbarren. Holz und Stein. Einmal die Mayo-Maschine, bitte. Die kommt auch hier zu den Tieren. Da bin ich traditionell eigentlich. Ja, nee, okay, die kommt hier hin, weil hier auch schon die ganzen Eier sind. Ist okay. Was können wir denn da Gutes reinwerfen? Direkt mal das große Goldene, würde ich sagen. Stein und Holz kann wieder raus. Okay. Ich bin an sich bereit fürs Bett, aber ich will noch ein bisschen umgraben, falls ich noch mal Lehm finden sollte. Wer weiß. Okay. Ich weiß, es gibt einfach kein Lehm. Ich habe alles Lehm schon ausgebuddelt. 6 Stück. That's it. Mehr ist nicht drin. Wow. Okay. Dann können wir uns da ja morgen vielleicht nochmal drum kümmern. Jetzt erstmal ins Bett und sich über den Umsatz freuen. Ach ja, stimmt. Level up. Ich kann jetzt schon ein Einmachgefäß bauen. In der Theorie, wenn ich die Ressourcen dafür habe. Gießkanneneffektivität und Hackeneffektivität plus 1, ein Eisenzaun, Einmachgefäß und Hydrogel. Fischen Stufe 3, dank meines wunderschönen Buches. Lesen lohnt sich. Einmal Angeleffektivität, ich kann eine Krabbenreuse bauen, dafür braucht man allerdings auch Eisenbarren. Und einen Matrosenteller kochen. Ich kann, glaube ich, noch gar keinen Kartoffelpuffer, also nee. Der Matrosenteller ist nur in der Theorie erreichbar. 1117, das erste Mal, dass ich über 1000 gekommen bin, glaube ich, an einem Tag. Das wird jetzt natürlich nicht immer so sein. Es war auch eine gute Ernte. Mit Blumenkohl und Kartoffeln und allem. Ja, hier ist Wiederholung und es ist wieder die Gemüsepfanne. Yay! Wie oft man die Gemüsepfanne einfach lernt. Willkommen bei Koso 5, deiner Lieblingsquelle. Es wird morgen wieder klar und sonnig sein. Ich will doch nur einen schönen Regentag. Die Geister sind immerhin neutral. Das ist in diesem Spielstand ein. Die sind mega gut gelaunt. Alles ist tipptopp und super. Also würde ich jetzt jedenfalls mal so interpretieren. Wir schnappen uns auf jeden Fall nochmal Kupfer. Und natürlich... ja, ich würde gerne ein paar Eier verarbeiten. Ganz ehrlich. So, wir haben da jetzt jede Menge, deswegen müssen die natürlich weg. Die Mayo wird sofort verkauft und dann gießen wir doch mal. Die Blume ist fertig, Bohnen sind fertig, die 3 vergessenen Kartoffeln sind natürlich auch reif. Bohnen nicht vergessen zu gießen. Das vergesse ich gern bei den ganzen Staudengewächsen. Einmal Kupfer nachlegen. Zweimal Lehm fehlt mir noch. Ja, das kriege ich natürlich nicht unter. Immer diese Blumen. Es sind einfach nur unterschiedliche Schattierungen von Blau. Warum kann sich das denn nicht stacken? Finde ich aber eigentlich ganz gut, dass es da unterschiedliche Farben gibt. Falsche Kiste. Sorry, ich gehe schon wieder. Hier will ich natürlich hin. Okay, was haben wir? Ja, die einzelne würde ich verkaufen wollen. Auf jeden Fall. Und bei den Kartoffeln habe ich jetzt 6 Stück normaler Qualität. Ja, kann man so behalten. Die sind auch alle einzeln. Und ja, nochmal eine silberne Kartoffel, die wird auch verkauft. So. Dap. Nicht aus Versehen die Kohle verkaufen oder das Kupfererz. Und Katze streicheln. Okay.
Okay, lassen wir sie unterm Baum in Ruhe. Sups. Reis braucht noch ein bisschen. Hühnchen. Ah, sehr schön. Auch wieder ein großes Ei dabei. Die dürfen direkt raus. Ja, gemischte Saat. Dafür ist es mir langsam zu spät, um das noch anzubauen. Warum ist die Bambusstange hier drin eigentlich? Mal so eine Frage. Ach, ich wollte... Ich habe vergessen, die Gießkanne aufzufüllen. Naja, machen wir morgen. Ich würde gern in die Geoden reingucken. Einmal kurz zu Clint. Und dann... Ah, Moment, wenn wir noch zu Gunther gehen... Jetzt kann ich ja auch nochmal Kupfer nachlegen. Aber wenn wir zu Gunther gehen, kann ich ja nochmal gucken, ob ich was doppelt habe. Quarz beispielsweise. Quarz ist doch eine gute Sache. Und alles andere will Gunther nicht haben, beziehungsweise habe ich nur eins jeweils. Achso, ja, Kupfer, Moment. Okay. Das ist gut. Ich gebe am Anfang sehr gerne meinen Kram zu Gunther, aber eben nur, wenn ich dabei nicht selber dann ohne die Ressource dastehe. Er würde sich zum Beispiel auch über den Erdkristall freuen, aber aktuell investiere ich die, wenn ich sie finde, doch lieber in weitere Mario-Maschinen. Wir haben eine Aufgabe. Suche Seetang. Oh Gott, Seetang. Für einen Snack beim Lesen Blauer Turm. Das ist nicht so richtig gutes Deutsch, aber ja, das Buch heißt wahrscheinlich Blauer Turm. Na, werde ich Seetang angeln zufälligerweise? Habe ich dafür genug Ausdauer, wenn ich jetzt wieder in die Mine möchte? Ich will den Auftrag aber annehmen. Ich möchte die Tickets haben. Vielleicht gibt es noch mal Karottensaat. Man kann ja sich angucken, was es gibt. Lauf schneller, Penny. Bin ich einfach durch sie durchgerannt. Ich habe nur 4 Geoden, da kann ich direkt zu Clint. Zack. Ein Zwergenhelm. Lehm. Sehr, sehr gut. Nochmal Lehm. Nochmal Lehm. Oder noch ein Zwergenhut. Das ist auch gut. Den Esperit gebe ich natürlich direkt so ab. Bei den Mineralsachen ist es nicht so wild, wenn man davon nur eine hat. Mit denen kann man eh nicht so viel anstellen. So, Zwergenhut kommt hier hin und Quarz wandert noch da drüben. Keine neue Belohnung, gar nichts. Enttäuschend. Ach, wegen Penny kann ich jetzt nicht die Mülltonne durchwühlen, weil das sie irritieren würde. Aber ich finde dafür ein Stück Kohle bei Clint. Sehr schön. Ja, eigentlich würde ich gerne in die Mine, aber das Angebot, kann man sich das angucken? Hier? Nee. Ich gehe sowas von Pelikan Stadts Hauptbuch. Ich gehe sowas von gleich angeln. Es sieht so aus, als ob der Bürgermeister es benutzt, um alles Finanzielle festzuhalten. Mhm. Heiratsregister der Stadt Pelikan. Nach der Heirat kannst du hier die Scheidung beantragen. Hoffen wir, dass das nicht nötig sein wird. Keine Sorge, ich werde mich nicht scheiden lassen. Ich weiß ja, mit wem ich mich einlasse, wenn es dann mal zur Hochzeit kommt. Da kommen keine Überraschungen auf mich zu und dann muss ich natürlich auch mit meiner Entscheidung entsprechend leben. Auch wenn sie jetzt noch nicht gefallen ist in diesem Spielstand. Es ist noch alles offen. So, schnappen wir uns die Angel. Angel und die Hacke. Der Hut bleibt mal hier drin. Ja, ich habe nicht genug Eisenerz. Welches Ei nehmen wir? Ach ja, nehmen wir das. Ich wollte eigentlich nur eins haben. Sorry. Mario wird verkauft. Und jetzt ist die Frage,
ich habe ja Sachen, die jetzt mit Eisenerz. Das Einmachgefäß braucht gar kein Eichenerz. Eichenerz sowieso nicht. Ich wollte Eisenerz sagen. Oh Mann. Eisenerz. Ich kann ein Machgefäß direkt herstellen. Das ist ja fantastisch. Damit ist der Verkauf von der frischen Ernte ja schon fast Geschichte. Die Krabbenreuse, die braucht 3 Eisenbahren. Ja, das war das. Mit dem Eisen. Genauso wie der Bienenstock, wobei der auch noch Ahornsirup braucht. Das ist eine ganz, ganz ferne Sache. Aber ein Einmachgefäß könnte ich schon herstellen. Was brauchen wir noch dazu? Holz, Stein, 8 Kohle. Ja, ich habe eigentlich genug Kohle dafür. Und Holz und Stein. Ich habe nur 33 Holz. Dann wissen wir ja, woran es scheitert. Angel stecke ich auch mal direkt ein. Und ich brauche die Hacke, um bei dem Lehm endlich mal voranzukommen. Wobei ich jetzt natürlich akut gar keinen Bedarf am Einmachgefäß habe. Ich habe ja gar nichts, was ich da reinwerfen kann. Ich denke da nochmal drüber nach. Es kommt erstmal wieder hier rein. Ja doch, die Hacke kann auch rein. 5 Kupfererz bitte und einmal Kohle. Okay. Und dann geht es jetzt runter zum Strand. Und ich angel ein bisschen Seetang für Pam. Ich bin mir nicht mehr sicher, Pam oder Penny, aber nee, Pam. Pam wollte den Seetang haben. Ich möchte gern den Baum. Wobei ich mit dem Baum gar nichts anfangen kann, weil ich ihn ja eh nicht pflanzen werde. Nee, jawohl, doch. Man kann ihn jetzt ja pflanzen. Und wenn man ihn abreißt, bekommt man den Baumsetzling wieder. Das ist eine Win-Win-Sache. Das ist ja richtig gut. Lehm. Yes! Ich habe genug Lehm. Ich kann mir ein Silo leisten. Wenn ich denn auch genug von den anderen Sachen haben sollte. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Nachdem ich jetzt gerade festgestellt habe, dass ich doch mit dem Holz sehr spendabel war. So, ich hoffe auf Seetang. Ich will keinen Fisch. Ich will einfach nur Seetang. Das ist wohl ein Fisch. Seetang. Da ich hier noch gar nicht geangelt habe, würde es mich überraschen, wenn ich zu Hause schon Seetang hätte. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich ging einfach davon aus, nee, ich war noch nie am Strand angeln. Warum sollte ich hier zu Hause dann schon Seetang haben? Nee. Wow, upsie. Ich bin vielleicht ein bisschen zu schnell nach oben gerauscht gerade. Aber die Flunder ist mein. Ohne Qualität. Ja, ich habe mich nicht gut angestellt. Das verstehe ich. Eigentlich geschenkte Qualität, aber ich musste ja unbedingt den Balken bewegen. Und dafür sorgen, dass der Fisch rauskommt. Ich habe nur noch Platz für eine Sache. Na komm. Wieder ein Fisch. Okay, wir gehen mal direkt zu Willy. Wie sieht's denn aus? Forellenbarschköder. Ich hätte so gerne den Fischräucherer, aber das ist Zukunft. Zukunft. Ich würde gerne den Hering verkaufen, auch diesen Hering und die Flunder. Und die Muscheln brauche ich eigentlich auch nicht. Es ist echt
ein komisches Gefühl zu wissen, dass ich die Sachen einfach nicht fürs Gemeinschaftszentrum benutzen werde. Weil ich diesen ganzen Fischbereich überhaupt nicht abhake im Gemeinschaftszentrum. Das mache ich alles im Joja-Markt anschließend. Deswegen kann das eigentlich alles weg. Ja, warum aufheben? Warum aufheben? Weg, 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 weg. Ich sammle es oft genug. Also, beziehungsweise ich kann es oft genug sammeln, wenn ich an den Strand gehe. Dann nehme ich doch lieber das Geld für den Moment und hoffe jetzt erneut auf Seetang. Wenn man mal drauf spekuliert, dass sich ein bisschen was an der Angel verfängt, dann gibt's nur die guten Fische. Ups. Yay, nochmal eine Sardine. Zum Glück auch Silberqualität. Nimmt keinen zusätzlichen Slot im Inventar ein. Vielleicht sollte ich mal auf den Rucksack sparen. Das ist auch was ähnlich Nutzloses, aber das ist noch nutzloser als ein Seetang. Vor allem, solange ich damit nichts anfangen kann. Wieder ein Fisch. Ups. Ein Hering. Oh Gott, ohne Qualität? Ja, direkt beißt der nächste an. War wohl ein Schwarm. Schatztruhe will ich haben. Wieder silberne Sardine und eine Geode gibt es obendrauf. Wenn ich keinen Platz mehr habe, werfe ich natürlich die Zeitung weg. Na komm. Seetang, Seetang. Vor allem gleich kommt Willy und stellt sich wieder in mich rein, weil ich natürlich an Willys Angelstelle stehe. Das war keine Herausforderung, aber es gibt nicht mal silberne Qualität dafür. So schlecht war ich doch gar nicht. Willy, du musst die Angel weiter rauswerfen. So wird das doch nichts. Schön weit auswerfen. Jetzt kann ich leider die Fische nicht mehr direkt bei Willy verkaufen, um mein Inventar leer zu räumen. Hättest du nicht auch einfach ohne Qualität kommen können? Fällt es mir gerade nur sehr stark auf oder sind die Wellen nicht mehr ganz zentriert beim Köder, wenn man hier auswirft? Ach klar, natürlich ist der jetzt in Goldqualität. Grrr. Obwohl, ich könnte noch einmal angeln. Wir können ja hier im flachen Wasser mal angeln. Da gibt es auch einen Fisch. Instant Fisch. Ich kann ja, wie gesagt, die Zeitung noch loswerden. Gut, beim Hering habe ich inzwischen alle Varianten von Qualität und Nicht-Qualität. Oh, Seechili. Das ist neu. Plus eins Fischen. Ja, das hilft mir aber, glaube ich, nicht dabei, Seetang zu kriegen. Ich will ja möglichst keine Fische. Manu. Ich will aber dafür die Schatztruhe wenigstens öffnen. Ich weiß, ich habe überhaupt keinen Platz für den ganzen Quatsch. Wir werden sehen, was drin ist und wovon ich mich trennen muss. Nochmal eine Flunder. Okay, Geode ist kein Problem. Vier Steine brauche ich nicht unbedingt. Und ja, eine Flunder ist, glaube ich,
boah, ohne Qualität ist die so viel wert wie zwei Heringe. Die eine auf jeden Fall, also wertvoller als ein Hering ohne Quali. Ja, die Sardine brauche ich zum Kochen, deshalb würde ich die gerne aufheben. Ja, da kommt der Hering halt weg, auch wenn es ein bisschen wehtut. Hering und die Steine. Okay, ab nach Hause. Ahahaha. Ja, Seegelee, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Lachsbeeren, lasse ich Lachsbeeren sein. Ach ja, als ich noch so motiviert war, auf jeden Fall die Lachsbeeren auch einzusammeln. Da habe ich offensichtlich mit mehr Platz im Inventar gerechnet. Oder zumindest geplant. Wir können ja hier noch ein bisschen umgraben, fällt mir gerade auf. Ich habe ja noch Ausdauer. Ja, Ausdauer habe ich zwar, aber mir ist offensichtlich das Glück überhaupt nicht hold. Gucken wir mal, was für Fische hier so bislang drin sind. Achso, ja, nee, natürlich komplett andere. Da ich bisher gar keinen Bedarf hatte, am Strand zu angeln. Aber ich habe einmal Seetang. Yes! Das ist einfach so gut, wenn man mal kurz nachguckt, was man so eigentlich in seinen Kisten rumfliegen hat. Der Hering kommt weg. Einmal Seetang. Yes, yes, yes. Ich brauche Holz, Steine, Lehm für das Silo. Würde ich mir natürlich morgen direkt holen wollen. Bambusstange, Hacke kann weg. Geode bleibt diesmal auch drin. Okay, wer wollte... Penny. Es war doch Penny und nicht Pam. Penny würde gerne den Seetang haben. Ja, 20 Uhr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da bei ihr zu Hause noch einbrechen kann um die Zeit. Und Penny finde ich doch nie. Ach nein. Verdammt. Ich habe sie jetzt zwar heute zweimal gesehen, aber normalerweise begegne ich ihr selten. Und vor allem, wenn ich sie suche, finde ich sie nicht. Ja, nur bis 20 Uhr geöffnet. Okay. Die Wohnhäuser sind ja eigentlich immer bis 20 Uhr. Da habe ich schon durchwühlt. Hier noch nicht. Na gut. Morgen auf alle Fälle dann zu Penny. Dann können wir das doch mal ein bisschen kompakter sortieren. Das bisschen, was ich jetzt noch in Ausdauer habe, würde ich gerne ins Bäumefällen investieren. Ich brauche nämlich ein bisschen mehr Holz fürs Silo, glaube ich. Oder sind das nur Lehm und Steine und Kupfer? Wir werden sehen. Die Ressourcen von den Gebäuden habe ich einfach nicht im Kopf. Energie, das kostet, wie lange man da drauf hacken muss. Okay, ich habe jetzt noch 15. Das reicht nicht. Na komm, der kleine Baum ist doch noch drin. Ja, gut. 4 Holz, immerhin. 6 Energie. Gut, ich habe daneben geschlagen. Selber schuld. Gießkanne einmal rausholen. Und dann ab ins Bett. Sehr schön. Wieder 1085. Wenn die Ernte fertig ist, läuft das auch mit dem Umsatz. Kose 5, es ist wieder ein wunderschöner sonniger Tag. Es ist fantastisch. Was sagen die Wahrsager? Yeah, die Geister, die sind glücklich. Jipp, jipp, jipp. Aber es ist natürlich auch ein Tag, an dem ich eigentlich nicht in die Mine kann, weil ich habe so viel zu tun. Was sagt das Leben vom Land? Ah, erfrischender Regen, der beste Freund des Bauern. Es regnet aber leider nicht. Wenn es regnet, brauchst du dir um die Bewässerung eurer Pflanzen keine Gedanken machen. Nutze das zu deinem Vorteil. Würde ich ja gern. Aber die Sonne, sie scheint.
Der Klimawandel ist unbarmherzig. Hallo Lumi, hast du dich schon an dein neues Leben gewöhnt? Ich kann nicht glauben, dass du erwachsen bist. Die Zeit vergeht wirklich schnell. Jetzt, nachdem du weg bist, habe ich viel extra Geld herumliegen. Hey, so teuer war ich gar nicht. Also habe ich ein kleines Geschenk beigelegt. Alles Liebe, Papa. 500 vom lieben Papa. Das freut mich doch. Dann einmal, ja genau, in die falsche Richtung gießen. Dann gieße ich jetzt erstmal, bis die Gießkanne leer ist. Und dann geht's zu den Hühnern. Und zu Robin und Penny. Ach, da ist Saatgut drin. Ich habe also nicht Saatgut, sondern von den Bäumen. Hier, ihr wisst schon. Einfach ein bisschen Baumsaat. Beide Eier klein? Warum? Ich hab euch doch lieb. Ich lasse euch raus. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Werfe ich direkt mal rein. Ja. Vielleicht sollte ich aber die volle Gießkanne auch kurz benutzen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Und hier oben den Blumenkohl. Ist auch schon der 18. Okay, Penny, wo bist du? Früh um 8. Wo treibst du dich rum? Machst du dich vielleicht auf den Weg zu Gunther? Könnte das sein? Um 9 will ich oben bei Robin sein. Aber vielleicht ist sie auch noch zu Hause. Ich glaube zwar, da kann man erst um 9 Uhr einbrechen. Aber klopfen schadet ja nicht. Ui, Kekse von Evelyn. Schnapp ich mir. Penny, hey, bitteschön. Hallo Lumi, also hast du mein Gesuch gesehen, die Notiz? Vielen, vielen Dank. Hier ist etwas für deine Mühen. Yes, yes, yes. Lieferung, Penny. Sehr schön. Ich finde das super. Wir haben hier nochmal eine Lachsbeere. Shane läuft hier noch rum. Okay. Ja, mehr gibt es hier leider gerade nicht. Hab aber hier schon einen Stern. Achso, ja. Ja, das ist okay. Es ist natürlich auch noch alles geschlossen. Also hoch zu Robin. Hallo Maru, geh mir aus dem Weg. Noch ein paar mehr Lachsbeeren einsammeln. An den anderen Lachsbeeren bin ich schön vorbeigelaufen, sodass man sie gar nicht im Bild gesehen hat, dass da links noch Lachsbeerenbüsche sind. Muss doch keiner wissen. Okay, wie weit weg fliegen die eigentlich? Ich stehe doch direkt daneben, um sie zu pflücken. Robin, Hofgebäude, wie sieht's aus? Was kostet mich das Silo? Yes, wir brauchen gar kein Holz dafür. Das wird jetzt gebaut. Ich habe keinen Platz vorbereitet, aber wir finden bestimmt einen. Hier sieht man übrigens sehr schön, dass noch mehr Lachsbeeren bei mir auf der Farm sind, als ich das anfangs dachte. Hier fände ich es natürlich richtig gut, aber wir kriegen das ganze Häuschen leider nicht verschoben. Um 1. Das ist um 1 zu schmal an der Stelle. Hier unten ist es mir um das Holz, um das Gras zu schade und es verdeckt mir auch zu viel nach oben. Da ruiniert es mir den Weg direkt zum Wasser. Sprich, in dem Gehege selber finde ich es nicht so gut. Hier oben kriegt man auch gar keine Obelisken unter, glaube ich. Sehe ich gerade. Ach, schade. Ja gut, dann nehmen wir doch diesen Ort hier. Dann können wir nicht mehr um das Haus drum rumlaufen. Das ist auch nicht so schön. Ach, das ist doch alles nicht so einfach hier. Ich will natürlich auf einer Grasfläche das Silo bauen, damit ich mir keine Fläche verstelle, wo ich theoretisch Sachen anbauen könnte. Ja, wir stellen es einfach neben das Haus. Moment, neben das Haus ist... Da ist der Anfang, okay, ist die Höhe. Gut. Zack, alles gut. Und wenn es da langfristig stört, dann mache ich es mir ganz unkompliziert und räume es halt woanders hin.
Wilder Meerrettich, wilder Lauch, noch mehr wilder Lauch. Noch ein bisschen Lachsbeeren. Okay, dann haben wir Robin abgehakt. Penny ist glücklich. Sehr schön. Und ich habe noch Energie und Zeit, um in die Mine zu gehen. Ist das da hinten eigentlich? Ja, das ist nur ein Busch. Okay. Weg mit dem Busch. Ach Gott. Wirklich? Die Lachsbeere liegt so weit weg, dass ich sie nicht kriege? Doch. Gerade so. Okay, wir sammeln erstmal die Mayo wieder ein. Das kommt alles hier hin. Und dann schnapp ich mir das Ei als nächstes. Lauch, Meerrettich. Ohne Qualität haben wir einiges. Können wir ja mal verkaufen. Eine Narzisse. Naja, obwohl, wir verkaufen die nicht, sondern wir heben sie lieber auf, um nochmal Frühlingssaat auszusäen. Aber es ist jetzt der 18. Wäre dann eher ein Plan für nächstes Jahr. Naja, ist okay. Ist schon in Ordnung. Mayo verkaufen. Gibt es vielleicht noch irgendwie die Möglichkeit, an den ein oder anderen Müsli-Riegel zu kommen? Wie viel habe ich jetzt hier? 13 Lachsbeeren. Müsli-Riegel wären halt echt ganz cool. Dafür müsste ich wahrscheinlich aber einen Baum fällen, damit das wirklich funktioniert. Oder ein bisschen ausgraben. Moment, packen wir mal die Hacke aus. Wir können ja hier die Axt abgeben. Und dann mit der Hacke hier oben. Aha, sehr gut. Kiefernzapfen. Und den Rest haben wir ja. Daran scheitert es nicht. Ich mach's mal so. Und dann schnappen wir uns noch einen Kiefernzapfen. Wird ja wohl noch irgendwo einer sein. Da unten ist einer. Nein, das war kein Kiefernzapfen. Die sind alle zu weit gewachsen schon. Das ist auch kein Kiefernzapfen. Kann es sein, dass die Kiefern sich nicht mehr so zuverlässig fortpflanzen und vermehren wie vorher? Normalerweise ist es das, was ich immer am meisten hatte. Na gut, wir haben zwei Stück. Produzieren wir zwei Müsli-Riegel. Und dann auf in die Mine. 12.20 Uhr. Naja gut, ich bin sowieso wieder vor der Zeit zu Hause. Einfach weil mir die Energie ausgeht. Auch mit Müsli-Riegel und Keks. 90 Energie und hier auch nochmal 90. Ich 180 Bonus-Energie. Reicht trotzdem nicht. Um da die Zeit bis 2 Uhr nachts auszuschöpfen. Habe ich hier die Lachsbeeren noch nicht eigentlich? Ich sammle sie nochmal ein. Ist okay. Da hat gerade das Eichhörnchen war es, glaube ich, was hier lang gerannt ist. Die Lachsbeeren geerntet. Nee, vom Ast geschüttelt. Vor lauter Panik. Ebene 35. Die Geister sind gut drauf. Ich erwarte eine Leiter. Ohne viel Mühe. Geht doch. Oh, apropos Leiter ohne viel Mühe. Hallo Leiter. Oh Gott, ja, wir haben dafür Gesellschaft. Leveln wir mal ein bisschen im Kampf. Ja, da ist eine Leiter. Wie war das mit dem Leiter ohne viel Mühe? Auf einmal sind sie im Weg. Aber Kupfererz nehme ich natürlich noch mit. Da ist auch nochmal Kupfererz. Nö, so weit laufe ich jetzt nicht. Gibt genug. Man merkt den Unterschied, oder? Direkt wie eine Leiter. Warum finde ich so viel Topaz? So. Ebene 38.
noch zwei Ebenen und ich habe die Quest erfüllt, oder? Ist doch Ebene 40 am Anfang. Ja, Ebene 40. Kein Problem. Hier gibt es erst nochmal Kohle. Ich habe ja auch in der einen anderen Zwischenebene die Kohle liegen gelassen. Habe ich noch im Kopf. Eine Geode, sehr schön. Das heißt, ich habe jetzt gleich wieder das Problem, dass ich keinen Platz mehr habe. Ups. Aber eine Leiter habe ich jetzt noch keine gesehen. In der Dunkelheit. Omni-Geode. Oh, was werfe ich weg? Was werfe ich weg? Nichts davon. Ich esse die Kekse. Oh, ich krieg Gesellschaft. Man sieht euch doch kaum. Lasst mich in Ruhe. Kupfer und ein Erdkristall. Ich brauche natürlich immer noch Erdkristalle. Ich brauche mehr Mayo-Maschinen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich esse gleich drei Lachsbeeren. Man kann die natürlich gut im Einmachgefäß weiterverarbeiten. Dann sind sie wenigstens ein bisschen mehr wert. Aber ich habe so viele andere Sachen, die ich da auch verarbeiten könnte. Ja, ich habe Hunger. Ich habe heute einfach Hunger. Nicht in der Nähe der Treppe stehen beim Essen. Ich will nicht aus Versehen runterlaufen. Und Bonus-Lachsbeere. Okay. Ebene 40. Da-da-da-da-da-da. Ich lasse die Truhe schön zu. Neuer Hofbuch. Eintrag, erreiche den Grund der Mine. Ja, das dauert jetzt eine Weile. Wenn man Ebene 40 erreicht hat, ist das damit ist jetzt noch gar nichts geklärt. Aber so langsam macht es dann Sinn, mir eine bessere Spitzhacke zu holen. Damit wir halt nicht mehr 20 Stunden dastehen, um die Steine loszuwerden. Weil jetzt gibt es keine leichten Steine mehr. Ich komme vorbei. Nochmal ein Quarz. Hey, Schleimis. Ich habe euch schon sehr lange nicht mehr gesehen. In diesem dunklen Gebiet seid ihr einfach nicht vertreten. Dreimal schlagen. Echt. Aber das ist der Grund, warum man jetzt ab Ebene 40 nicht mehr so schnell vorankommt. Man muss erstmal das Geld sparen für die bessere Spitzhacke. Aber jetzt habe ich auch Eisenerz, so viel wie ich haben will. Da gehen sie mir aus dem Weg. Eine Höhlenkarotte mal wieder. Ey, du kannst dich doch nicht einfach in mir drin verstecken, kleiner blauer Schleim. Das ist nicht okay. Okay, aber er tut es. Es ist ihm einfach egal. Ja, ich habe keinen Platz für Schleim. Was lassen wir hier? Topaz. Aber andererseits, es ist nur eine Höhlenkarotte. Es ist immer die Höhlenkarotte, die zurückgelassen wird. Ich habe ein bisschen Angst. Genau das wollte ich vermeiden. Nochmal eine Treppe. Dann schaffen wir es tatsächlich Ebene 45 noch. Ah, eine gefrorene Geode. Ah, das schmerzt, aber ich habe keinen Platz mehr. Ich bin jetzt hier eigentlich nur noch, um Erz zu sammeln. Naja, okay. Nee, ich gehe tatsächlich. Ich bin gar nicht mehr da. Bin auch wieder zielstrebig zum Fahrstuhl gerannt, natürlich statt zur Leiter.
Aber 13 Eisenerz. Ich habe, glaube ich, noch zwei zu Hause mindestens. Ich glaube, es sind drei, um genau zu sein. Dann habe ich genug, um drei Barren einzuschmelzen. Das würde ja für eine Krabbenreuse reichen. Yay. Ich werde natürlich eine Krabbenreuse noch herstellen. Aber yay. Ich will nicht. Ich brauche sie doch gar nicht. So, Mayo. Falsche Truhe. Wir heben erstmal alles auf. Dann holen wir den Erdkristall. Was war es noch? Holz und Stein. Die Gießkanne brauche ich gleich. Und ja, reicht tatsächlich für drei Eisenbarren. Perfekt. Und dann können wir hier... Moment, was brauche ich noch? Ach so, Kupferbarren. Ja, Kupferbarren habe ich genug. Kein Problem. Dann können wir noch eine zweite Mayo-Maschine machen. Und die Produktion läuft. Perfekt. Ich gehe einmal zu den Tieren, um sie einzusperren, damit sie morgen wieder ein bisschen glücklicher sind. Reis ist auch bald fertig. Aber das Silo ist so viel wichtiger. Da freue ich mich drauf. Moment, das kann wieder weg. 21,50. Ich habe noch Energie. Sprich, ich hole mal hier kurz die Werkzeuge, die ich so auf der Farm gebrauchen kann. Ich finde das hier mit dem Baum eigentlich ganz schick, aber der Baum stört mich. Oh Gott, wie lange man draufhauen muss. Prügel, Prügel, Prügel. Ich habe bald genug Geld, um mir auch eine bessere Waffe leisten zu können. Oder besseres Werkzeug, eher gesagt. Bessere Waffe habe ich momentan gar kein Interesse. Aber ich brauche ein bisschen Holz. Mit der Zeit. Ah, natürlich habe ich hier wieder Harz liegen gelassen. Kann ich jetzt eigentlich auch aktiv hier Bäume einpflanzen? Also kann ich sagen, hier Tatsache. Machen wir das doch. Sagen wir doch, hier kommt ein Ahornbaum hin. Warum nicht? Achso, ja. Nee, ich habe keinen Platz. Einmal alles einsortieren. Und nochmal 5 Eisen, eine Kohle. Ich habe noch genug Ausdauer. Ich würde die schon noch investieren. Wir können ja hier unten noch ein bisschen das lose Holz beseitigen. Den Baumstumpf. Du bist langsam erschöpft. Ja, ich merk's. Es ist halt auch schon Mitternacht. Ich finde, um Mitternacht darf man durchaus erschöpft sein nach einem so ereignisreichen Tag. Okay. Nochmal 14 Holz gesammelt. Gut. Gibt es jetzt noch was ich aus der Truhe verkaufen wollen würde? Ja, ich würde gerne mein Schwert verkaufen, aber dafür müsste ich erstmal zur Abenteurergilde latschen. Das dauert einen Moment. Ich muss die großen Eier noch verkaufen. Die habe ich noch nicht einfach so verkauft, oder? Kurzer Blick hier, ach Quatsch, kurzer Blick in die Sammlung. Ach so, doch, habe ich. Ja, dann ist ja kein Problem. Ich könnte natürlich einmal die Standardressourcen verkaufen. Ein Holz, ein Stein und ein Harz und einmal Fasern. Das sind so die Sachen, die man am Anfang wirklich auch gut einmal weggeben kann. In der Menge zumindest. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Den anderen Kram möchte ich noch aufheben. Dafür habe ich überall nicht so super viel. Okay. Ich würde sagen, es geht das nächste Mal wieder in Richtung Mine. Da mache ich momentan einfach gute Fortschritte. Silo bauen, darum kümmern wir uns ja. Also, ab ins Bett. 0:30 Uhr.
ist eine angemessene Zeit, um sich schlafen zu legen. 18. Tag im Frühling. Ja, Umsatz ist okay. Ich habe halt sehr viel Mayo verkauft, aber sonst nichts. Das ist halt das Problem, wenn man keine Ernte hat, die man verkaufen könnte. Aber in der nächsten Folge sind da ja wieder ein paar Sachen fertig. Vor allem auch der Reis, den ich nicht verkaufe, sondern aufhebe. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Freue mich natürlich, wie immer, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und ich freue mich auch über eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.